Die AfD-Abgeordnete Mariana Haderkühnel ist bei der Wahl zur Parlamentsvizepräsidentin erneut durchgefallen. Für die 44-jährige Juristin stimmten 241 Abgeordnete, dagegen 377, wie Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau mitteilte. Die Abgeordnete Mariana Iris Haderkühnel hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen nicht erreicht. Sie ist zur Stellvertreterin des Präsidenten nicht gewählt. Ende November war die AfD-Politikerin bereits im ersten Wahlgang durchgefallen. Insgesamt sind 3 Wahlgänge pro Kandidat möglich. Die Geschäftsordnung des Bundestages sieht vor, dass jede Fraktion durch einen Vizepräsidenten im Präsidium vertreten wird. Dennoch muss jeder Bewerber mit der erforderlichen Mehrheit gewählt werden. Haderkühnel war von ihrer Fraktion als Kandidatin nominiert worden, nachdem der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser vor rund einem Jahr bei der Wahl zum Vizepräsidenten 3-mal durchgefallen war.